Sei gegrüßt, Juna. Wir laufen deine Umfragen. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich führe gerade bei allen Mitgliedern eine kleine Befragung durch. Nimm doch bitte auch dran teil. Also, dann legen wir mal los. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen zum Thema der typische Spieler. Was sind deine Hobbys? Lesen. Ja, ich verstehe. Interessant. Machen wir weiter. Was ist dein Beruf? Der steht hier nicht. Gut, dann nehme ich kreativer. Gut, das war's. Vielen Dank, das war eine wirklich aufschlussreiche Befragung. Hier, nimm den Fragenbogen doch einfach mit. Themen bleiben somit noch. Willst du nicht noch zu einem anderen Thema antworten, wenn du schon da... Ja, machen wir das gleich mal. Also dann fallen wir mal los. Ich stelle hier noch ein paar Fragen zum Thema Pokémon. Was macht dir mehr Spaß, mit Pokémon zu kämpfen oder zu kämpfen? Ah, ich verstehe. Machen wir weiter. Welche Art von Pokémon magst du? Niedliche! Ah, verstehe. Machen wir weiter. Welche Pokémon-Typen bevorzugst du? Puh, Drache, Unlicht und Feuer. Nehmen wir mal Feuer. Gut, das war's. Vielen Dank. Ja. Komm, gib mir den nächsten. Wertvorstellung. Wo würdest du lieber wohnen? In der Stadt? Land. Ah, verstehe. Weiter. Wovon hättest du denn lieber mehr? Zeit. Beides, aber ich nehme Familie. Familie hat immer noch Vorrang vor Freunden. So. Ja, komm, schmeiß rüber. Wir machen das jetzt alles Zwischenmenschliches. Was zieht dich an einem Partner mehr an? Köpfchen! Worauf achtest du bei einem Partner? Innere Werte. Was für Menschen sind dir am liebsten? Witzig, coole, nette, reiche. Witzig und nett. Ja, das funktioniert wahrscheinlich alles auch online dann. Also ich muss wahrscheinlich online auf Leute treffen. Zukunftswünsche. Wie wärst du in Zukunft gerne charakterlich gesehen? Schlau, cool, lustig, geheimnisvoll. Bin ich, glaube ich, schon für manche. Ein bisschen strange. Ich wäre gerne ein bisschen cooler und lockerer. Bist du ein Traumtänzer oder Realist? Ich bin eine Mischung daraus. Also ich habe viele Träume und Fantasie und so. Und ich bin aber auch ein knallharter Realist. Ich weiß ja nicht, inwiefern das wichtig ist. Ich nehme den Traumtänzer. Worauf arbeitest du in der Zukunft hin? Arbeit, Beziehung, Hobby, Gesundheit, Status? Beziehungen. Weil das ist am Ende meiner Meinung nach das, was bleibt. Arbeit, die kann immer gehen und kommen. Hobby ändern sich. Gesundheit? Nein, wollte ich nicht. Naja, egal. Was wollte ich sagen? Und Status und Geld, das ist für mich so... Das kann man nicht mitnehmen. Das kann man einfach nicht mitnehmen. Also ich möchte lieber Beziehungen haben und als einen hohen Status, aber dafür irgendwie kaum vielleicht Freunde oder was weiß ich haben. Also ist meine Ansicht. So, gut, dann nochmal. Geschmäcker sind verschieden. Welche Musikrichtung magst du? Gar keine von denen hier. Also Rap ist gar nicht meins, Pop kommt drauf an, Jazz ist auch nicht so meins, Rock und ich höre auch gerne Klassik, ja? Juna hört auch gerne Klassik. Wo ist denn mein Techno oder Goa geblieben? Hä? Deine Umfrage ist unvollständig. Nehme ich Klassik. Was siehst du dir am liebsten im Fernsehen an? Animes definitiv. Sport finde ich langweilig. Comedy-Serien gibt es zwar gute Serien, allgemein Serien. Es gibt Comedy-Serien, es gibt Zeichentrickserien, ein bisschen komisch gemacht. Nachrichten, weiß ich nicht. Die kriegt man so auch immer mit, Zeitung oder so. Also Nachrichten gucke ich jetzt eher seltener. Wie gesagt, halt im Internet liest man so Zeitungen, also deswegen, also eigentlich gucke ich, wie gesagt, kaum Fernsehen. Hier kommt Zeichentrick. Welche Filmgenre magst du? Fantasy? Haben sie nicht. Puh, alles eigentlich. Wenn es gut ist.
außer Liebesfilme, das ist meistens traurig oder so. Wir nehmen die Komödie. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm schon rüber. Was wäre, wenn mit einer Zeitmaschine würdest du in welche Reise reisen? Gar nicht. Ich möchte nichts in meiner Zukunft, in meiner Vergangenheit ändern, weil ich der Meinung bin, wenn ich da irgendwas ändert, ändert sich auch meine Gegenwart. Weil, wenn ich jetzt sage, ich möchte XY nicht begegnen, dann begegnet er aber vielleicht, also es ändert sich ja dann alles meiner Meinung nach. Und vor möchte ich auch nicht, möchte nicht wissen, was in der Zukunft ist. Ich möchte mich überraschen lassen, deswegen also zurück nicht, weil ich wie gesagt der Meinung bin, wenn sich da was ändert, ändere ich meine Gegenwart und ich möchte meine Gegenwart eigentlich nicht ändern. Klar, es gibt immer irgendwas, was man zu nölen hat, es gibt auch in der Vergangenheit Dinge, die man, wo man denkt, hätte ich da vielleicht anders reagiert, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich dann irgendwas, also dass sich dann auch komplett die Gegenwart ändert und nee. Auch wenn ich die Gegenwart ihre Probleme hat, aber die habe ich auch, wenn ich in der Vergangenheit irgendwas ändere. Naja gut, also gar nicht. Welchen Zauberspruch würdest du gerne beherrschen? Fliegen, Tankkappe, Zeitanhalt, Telepathie. Tankkappe finde ich jetzt langweilig, Zeitanhalten finde ich auch langweilig. Fliegen und Telepathie würde ich ganz toll finden. Jetzt weiß ich nur nicht, ob damit jetzt gemeint ist, die Gedanken zu lesen von anderen Menschen oder mit denen auch dann zu kommunizieren. Also ich denke eher, das Kommunizieren wäre ganz lustig. Aber Fliegen, die Welt von oben mal sehen. Ich glaube, das ist das Geilste überhaupt. Mit viel Geld. Boah, von einem etwas, ne? Außer protzen, das nicht. Also ich würde was spenden, irgendwas an die Seite legen für schlechte Zeiten und eventuell ein paar neue Anschaffungen machen, die halt sein müssen. Also jetzt nicht großartig Dinge, die halt nicht notwendig sind, sondern nur Dinge, die halt sein müssten mal, ne? Was man halt mal so braucht. Und halt was... spenden, weil das ist immer mein erster Gedanke, aber gut. An Themen bleiben somit noch zwei. Willst du? Ja, komm. Ich mache daraus, glaube ich, einen Special Part. Also dann legen wir mal los. Ich stelle hier die letzten paar Fragen zu Freizeit. Wie spielst du mit deinen Freunden? Kompetitiv und kooperativ? Kooperativ ist ja miteinander und kompetitiv ist wahrscheinlich dann gegeneinander, ne? Eine Mischung? Kooperativ, kompetitiv. Naja, müsste ich mal googeln, was das jetzt heißt. Das weiß ich gerade gar nicht. Kooperativ. Puh, keine Ahnung. Leck mich. Was machst du an deinen... Denk daran, die Edition ist für Kinder eigentlich. Was machst du an deinen freien Tagen? Herumtrollen, einkaufen, lesen, Gaming, schlafen, alles. Wenn ich frei habe, muss ich einkaufen, herumtollen tue ich dann vielleicht mit meinem Freund oder mit dem Hund. Lesen tue ich, spielen tue ich und schlafen tue ich, logisch. Aber was mache ich dann, wenn ich entspannen will, lese ich. Ich das mal. Welche Spielgänge magst du? Das ist jetzt hart, Rollenspiel. Von allen zwar etwas, aber ich denke, bevorzugt doch Rollenspiele. Willst du nicht noch zu einem Thema an? Hast du noch eins? Okay, also dann legen wir mal los. Ich stelle jetzt noch ein paar Fragen zum Faszination Pokémon. Alles. Eigentlich. Also ich mag die Kämpfe. Genauso bin ich aber so ein kleiner Sammelsüchti. Die Story ist meistens, naja, es geht. Kommt dann halt drauf an. Also in den letzten paar Editionen war es ja so, dass man gedacht hat, ist eine schöne Story. Pokémon, das Sammeln. Wie lange spielst du schon die Pokémon-Serie? Immer! Ich bin ein Kind der ersten Stunde. Ich weiß gar nicht, wann sind die rausgekommen. In 5. Klasse war ich da. Kommt das hier mit 15 Jahren? 99, 2000 oder so? 10 bis 15 Jahre? Ich weiß es gerade gar nicht, wann die erste Edition. Ich meine, ich war dann nach 5. Also ich war auf jeden Fall in der aus der Grundschule schon raus. 5. oder 6. Klasse muss das gewesen sein, wo dieser Boom angefangen hat. 5. glaube ich noch eher. Das war 99. Also 10 bis 15 Jahre. Sharon, Mika, Arti, Leander. Hier, wir nehmen Mika. Die anderen habe ich noch nicht so kennengelernt. Oh, endlich. Ja, entweder genauso viel wie Google und ich krieg nur ein Sprudel geschenkt, das ist hart. Nee, wir machen das nicht nochmal.